Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Naja, wir haben Steuern, Liebe und Tradition. Was will man mehr? Was war los bei Schwarz-Blau die Woche? In der Heute ist ja nicht nur so, dass man die redaktionellen Texte lesen muss, man muss auch die Werbungen lesen. In der Heute ist grundsätzlich alles lesenswert. Und weil es so viele Leute, die heute lesen, hat sich das Finanzministerium gedacht, da werben wir auch. Und die haben mehrere Seiten, ganze Seiten gekauft, um ihren Familienbonus Plus zu bewerben. Okay. Du kennst das System, das ist das mit diesem... Mehr Geld für die Familie. Ja, mehr Geld für reiche Eltern von Kindern. Bis zu 1.500 Euro sparen sich die Steuern pro Jahr. Die brauchen sie ja. Ich frage mich ja, was ist mehr? Die Inseratekosten fürs Finanzministerium oder was sie den Familienbeihilfen jetzt deswegen gekürzt haben. Wir werden es wohl nie erfahren. Ja. Aber was wir wissen, okay, diese Regierung schießt uns zurück in die Vergangenheit. Sprichst du auf die Bildungsreform? Nein. Was denn? Seit 4. Oktober gibt es wieder die Donnerstagsdemo aus dem Jahr 2000. Gott sei Dank, ich habe schon ewig nicht mehr gewusst, was ich am Donnerstag mit mir anfangen soll. Aber also wir sehen uns jetzt Donnerstags Thema. Schauen wir mal. Okay. Ich muss ja Fußball spielen am Donnerstag. Das musst du verlegen. Okay. Aber ganz unrichtig bist du nicht gelegen. Mit der Bildungsreform. Natürlich. Es gibt jetzt auch eine Bildungsreform. Wird also Zeit. Kinder können wieder mit Noten abgestraft werden. In der zweiten Volksschule kannst du auch schon wieder sitzen bleiben. Und Gerüchte halber soll auch wieder ein Rollstabererlass kommen. Nein, das kann ich mir, also das kann ich nicht vorstellen. Und wenn unter dieser Regierung nur für Schüler mit Migrationshintergrund. Genau. Du hast ganz sicher wieder intensiv verfolgt, was der Trump in dieser Woche in die Heute geschafft hat. Was war das? Mit einer Lupe bin ich am Nachgang. Ja. Und ich habe echt eine Freude gehabt, denn es gibt wieder Romantik in Trumps Leben. Okay. Ja. An den ungewöhnlichsten Orten findet man die Liebe. Mhm. So Arthur Trump. Mhm. Er hat sie in Kim Jong umgefunden. Warte mal kurz. Ist das nicht der, den er mit der Atombombe vor kurzem noch hat? Ganz genau, der. Okay. Seit kurzem schreiben sich die zwei wunderbare Briefe. Und es ist nur alles Friede, Freude, Ehrfurcht. In Zeiten von E-Mail und Twitter schreiben sich die Briefe? Ganz genau. Trump kann mehr als 140 Zeiten lesen. Okay. leider ist nicht alles die Friede, Freude, Eierkuchen rund um Trump. Die Kavanaugh-Geschichte, den kennt. Okay. Dieser Richteranwärter. Er hat jetzt ein Hearing vom Senat und da schaut er nicht gut aus. Und das FBI hat jetzt sogar die Erlaubnis bekommen, eine eingeschränkte Untersuchung einzuleiten. Darf man sich das vorstellen? Die kommen hin und stellen die Frage, wie heißen sie? Wahrscheinlich, vielleicht wie alt sind sie, aber dann wird es zusammengekramt sein. Der Trump selber steht zwar immer nur zum Kevin, ne? Aber er zieht schon ganz sacht in die Handbremse, ne? Und sagt, ja, kann sein, dass der Kevin noch in seiner Jugend ein kleines Alkoholproblem gehabt hat. Da stellt sich die Frage, wie kann so ein Kandidat, schuldig oder nicht, überhaupt nur in Betracht gezogen werden? Das sagt der Präsident? Nein, das sag ich. Wir lesen ja die heute ganz intensiv und da stellt sich schon die Frage, warum lesen wir die heute? Damit man was lernen hat. Genau. Und was hast du gelernt die Wochen? Die Wochen habe ich gelernt, dass Hollywood nicht reine Fiktion ist. Wieso? Die Körperfresser, so ein Gruselhorror, Splatter-Dingsbums, die gibt's wirklich. Na echt? Ja, in Amerika hat es eine Amöbe hat am Surfer das Gehirn bei lebendigem Leib aufgefressen. Das ist gestorben. Grauslich. Ziemlich grausig. Und drum schaut sich diese grausigen, dummen Horrorfilme an, weil irgendeiner überlebt da immer. Und man soll sich genau anschauen, wie hat der überlebt, weil, wie wir sehen,
das ist nicht alles Fiktion und vielleicht rettet uns das dann nochmal das Leben. Ja. Das haben wir ja erkannt, das. Ja, eindeutig. Was hast du gelernt die Woche? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, also der Musk von Tesla, der Chef, hat ja den Tweet rausgehauen und der kriegt jetzt eine Strafe von 20 Millionen Dollar. Nice. Ja, und darf nur mehr tweeten mit einem Tesla-Bezug unter Aufsicht. Und deine Erkenntnis? Naja, wenn die gleichen Regeln für Trump gelten, war die USA Konkurs. Ja, sind wir froh, dass es nicht so ist. Genau. Und Twitter wird auch froh sein. Ja, Leute, das war die Woche wieder von uns kuratiert und sorgsam kommentiert. Liebe Zuschauer bei Okto, wir danken, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Fragen habt an uns, Vorschläge, ich glaube, Okto hat eine Facebook-Seite, da könnt ihr auch kommentieren, Hashtag Schlagzeilenrevue. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Sonntag, Montag, wann auch immer. Na, wo Internet. Jetzt? Nein. Die Okto-Zuschauer sehen uns wann? Jeden Montag um 20 Uhr, das wissen die. Ach so, ja, okay. Ich bin jetzt gerade das immer wiederholen. Montag 20 Uhr, Okto schauen. Sonst auch. Genau, richtig, Okto schauen ist sowieso gut. Anyway, es ist genug, oder? Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Papa. Ja. Und unsere Zuschauer im Internet, von denen verabschieden wir uns auch. Wir müssen immer aufpassen, die Assistenten drücken ein bisschen Schnappstopp. Ja, vor allem, wir haben noch gar nicht das Wichtigste gesagt. Was? Teilen, liken und kommentieren. Genau. Jetzt. Überall, jetzt gleich. Also, danke fürs Reinschauen. Wir zwei sagen, pfiat euch. Ja.